Bei mir war es dann so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte diesen Freundeskreis verlassen, weil ich gemerkt habe, dass nur noch konsumiert wird. Und ich habe dann gedacht, es tut mir nicht gut, ich muss da raus und habe diesen Freundeskreis verlassen. In der Zeit ist mein Vater dann auch gestorben. Der ist an den Folgen vom Alkoholismus gestorben mit 58 Jahren. Da war ich gerade 17. Und dann habe ich weiter, dann bin ich arbeiten gegangen, um mir meinen so ein bisschen, 400-Euro-Job hatte ich dann, um mir ein bisschen meinen Lebensunterhalt und auch meinen Konsum, meine Drogen, meinen Alkohol zu finanzieren. Ich habe mich sehr, sehr schlecht gefühlt. Mir ging es wirklich total ätzend. Ich habe so oft darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen, weil ich gedacht habe, das hat gar keinen Sinn. Das Leben ist überhaupt voll scheiße und es macht keinen Spaß. Und ich habe zwar gearbeitet und hatte Geld, aber ich hatte dann kein Geld mehr, um Schulbücher zu kaufen, weil ich halt mein Alkoholkonsum finanzieren musste. Ja, dann habe ich mich dazu entschlossen, die Schule abzubrechen. Und das habe ich dann auch gemacht. Meine Lehrerin fand das sehr, sehr schade. Die hat mir noch auf den Weg gegeben, ich soll weitermachen später. Also ich soll jetzt erstmal gucken, dass es mir gut geht und danach soll ich das Abi wieder starten. Und ich habe mir dann nur gedacht, nee, mache ich sowieso nicht, weil ich zu dumm bin dafür. Ja, dann bin ich nur noch arbeiten gegangen und habe immer und immer mehr konsumiert. Ich hatte immer mehr Zeit, habe immer mehr konsumiert. Also ich habe dann immer gedacht, wenn ich will, kann ich aufhören. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das von anderen Sachen, zum Beispiel Schokolade, dass da ein Stück Schokolade liegt und ihr wollt es auf gar keinen Fall essen. Aber im Endeffekt macht ihr es doch, weil ihr euch so gezwungen fühlt. Und so ähnlich ist es auch mit Alkohol. Ich habe gesagt, ich muss das nicht trinken, ich will auch gar nicht. Aber ich habe es dann doch wieder gemacht. Und in meiner Hochphase war es dann auch so, dass ich morgens getrunken habe. Ich bin aufgestanden und habe eigentlich gedacht, so, heute trinkst du nicht, du kiffst heute nicht, du trinkst heute nicht, du machst heute Sport und du isst heute gesund. Das waren immer so, ich hatte so 4, 5 Sachen, die habe ich mir jeden Tag vorgenommen, so, heute machst du dies und das und heute bist du gesund und du trinkst heute auf gar keinen Fall. Spätestens nach dem Duschen hatte ich schon die Flasche am Hals. Zum Schluss war es so, dass ich abends 1,5 Flaschen Schnaps und eine Flasche Sekt getrunken habe und morgens habe ich dann meistens eine Flasche Sekt getrunken. Und schön war auch, wenn ich dann die ganzen Flaschen Schnaps und so wegbringen musste. Ich habe das versucht, einmal im Monat zu machen und dann hatte ich über 100 Flaschen, die ich eben wegbringen musste. Und also in den Altglascontainer. Und das ist dann auch schon peinlich, wenn man mit so einer fetten Reisetasche oder mit zwei Reisetaschen dann so zum Altcontainer stiefelt und dann schmeißt man alles rein. Wenn man Pech hat, wird man noch gesehen. Also es war sehr, sehr peinlich. Es war sehr, sehr kacke. Nur irgendwann war mir das sowas von egal. Da habe ich gesagt, sollen die doch alle wissen, dass ich krank bin. Es ist mir sowas von egal gewesen. Aber was glaubt ihr denn, warum es so schwer ist, damit einfach aufzuhören? Und habt ihr eine Idee, wie man den Absprung schaffen könnte? Was muss ich jetzt tun in dieser Situation? Was muss ich tun, damit ich da wieder rauskomme?